Hallo liebe Leute und herzlich willkommen, ich bin's wieder, ja, Joker Moist, und ich bin wieder das actiongeladene und fantastische Far Cry 6, Leute. Genau, in dieser Mission müssen wir jetzt mit LTG reden und irgendetwas besorgen, glaube ich, für die Lucy, dass wir sie besser kennenlernen. So, dann legen wir mal los, Leute. So, einmal die Treppe rauf und hier nach rechts. Wow, wir trainieren. Perfektes Timing. Wenn wir wollen, dass diese griesgrämigen alten Guerilleros Libertad helfen, müssen Lucky und Lorenzo mitmachen. Hier ist der Plan. Seit Anton wie besessen von Krebsmedikamenten und der Viviro-Herstellung ist, gibt es kaum medizinische Vorräte für Luckys Klinik. Also habe ich einen Piloten bestochen, um ein paar einzufliegen. Wenn die Vorräte ankommen, sagen wir Lucky, die sind ein Geschenk von Libertad und bumm, sind alle Freunde. Perfekt, oder? Also es wäre perfekt, wenn nicht irgendein Hijo de Puta meinen Hubschrauber abgeschossen hätte. Geh die Vorräte holen, bevor es jemand anderes tut, Baby Tigre. Baby Tigre. Vergiss alles nie klar, die Tigre-Prinzipien. Sei immer in Bewegung, immer wachsam und töte deine Feinde immer, bevor sie dich töten. Wie viele Dips machst du eigentlich da? Das waren schon 7, 8, 9, 10. Und der hat bestimmt 60 Jahre, der alte Sack, und macht da 20 am Stück. Ich kann nicht mal 4, 5 Stück bestimmt. So. Also, beschaffe LTGs medizinische Güter. So, sie sollten unweit des abgestürzten Helikopters sein. Okay. Alles klar. Legen wir mal los, Leute. So, es ist Nacht. Ich nehme mal die Waffe. Die ist der Hammer, Leute. Glaubt mir, die Waffe ist der pure Wahnsinn. Muss die einfach haben. Ihr werdet auch sehen, warum, wenn ich in Aktion bin, ich zeige euch, die Waffe geht total ab. Das ist unfassbar. So. Weiter geht's zu der Mission. 700 Meter. Geht's durch den düsteren Dschungel. So. Aber hier ist ein praktischer Weg, also braucht man gar kein Auto und das ist ganz in der Nähe. Hier ist ein Feuer, Leute. Was kann das hier sein? Also ich sehe hier gar nichts gut. Vielleicht irgendwelche Ressourcen? Nee. Hat mich ein bisschen jetzt springe ich bis da runter. Also Leute, die Map hier ist einfach fantastisch. Seht mal. Das sieht so richtig geil aus hier. Ich kann nur sagen, das Spiel ist ganz gut, solltet ihr auf jeden Fall spielen. Seht mal, wie düster der Wald aussieht. Das haben sie richtig gut hinbekommen. Aber das, okay, jetzt ist Chorizo, wie schaffst du das? Bist du ein Zauberer? So, springen wir mal. Und dann mal durch die Luft düsen. Wir sind die coolsten, wenn wir düsen, wenn wir durch die Disco düsen, wenn wir durch die Lüfte düsen, so. So. Baby Tigre, wie läuft es mit den Medikamenten? Ich arbeite dran. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Morgen ist schon bald gestern und dann ist es zu spät. Ich glaube, du solltest dich mal ausschlafen, mein Großer. Genau. So, Baby Tigre, legen wir mal los. Also, ich glaube... Das ist wohl die Absturzstelle. Ja, das ist die Absturzstelle, aber... Okay. Das war zu einfach. Que voilà! Wer seid ihr? Wir sind La Moral und El Este ist unser Land. Unser Land, unsere Medizin. Hast du die Ansprache geprobt? Klar. Das ist Eigentum von Libertad. Libertad. Ich wusste, dass ihr bald um unsere Hilfe bettelt. Wir sollten gemeinsam gegen Castillo kämpfen. Ich bin Juan Ron.
Jelenas Vize. Tres, cuatro. Guter Wurf. Ich bin Dani. Dani Rojas. Aha. Achtung! Da drüben! Beim Heli! Haut rein! Oh Leute, habt ihr das gesehen, was sie da gemacht hat? Das war ja total geil, sie hat ihn in die Luft gejagt. So Leute, ich zeig euch mal, wie die Waffe funktioniert jetzt. Schaut mal Leute. Die ist total geil. Die hat nicht geschafft, die hat nicht geschafft. Die Waffe ist der pure Wahnsinn. Guck mal Leute. Zwei Schuss und fertig. Muss man nicht mal präzise schießen, bitte. Okay, jetzt habe ich ihn irgendwie nicht erwischt, aber jetzt. Okay, das war ein bisschen präzise. Zack. Oh, ich hab's mir... Bisschen haben sie mich verletzt. Okay, wo sind sie? Kommt raus hier, Scheiße. So, genau. Komm. So. Ah, alles brennt hier. Cherizo, komm her. Hey, du. Ah. Okay, so leicht zu besiegen sind sie auch nicht. Aber das schaffen wir nicht. Wo sind die? So. Genau, mach sie fertig. Ach du Scheiße. Weg, ah, Mist. Aber was ist jetzt passiert? Komm, help me, schnell. Ah, sie schaffen es nicht mehr hier zu helfen. Ich glaub nicht, nee, Scheiße, die Mine ist explodiert, ich bin tot. So eine Kacke, Leute, das wollte ich nicht, Entschuldigung. Also erst, dass mir sowas passiert, das hätte ich nie erwartet. So, jetzt zeige ich euch mal, wie die Waffe richtig funktioniert. Zack, genau. Und so, ist es gut. Was war das denn? Jetzt, aber komm schneller, du musst schneller, wie du da hast. Genau, jetzt hab ich sie, glaube ich. Gut. So, genau, mach schnell, ach du Kacke. Komm, ihr Dödel. Wo sind die denn? Ach, muss ich euch hier jagen? Ist gar auch kein Problem, mach ich gerne. So. Ich sehe die Show. Und so. Du kannst nicht schießen, wenn ich auf dich schieße. So. Nach rechts. So, nehmen wir mal die. So. Genau. Wow, was soll das denn? Was war das denn? Ach du Scheiße. Komm, schneller. Oh shit, die sind ja überall. Warum versteckst du dich? Komm raus. Oh shit, das sind doch ein Flugzeug. Nee, das ist ein Helikopter, So, den mach ich jetzt kalt. Komm, musst du nicht mehr nachladen. Genau, ein Schuss und das war's mit dem Helfer. Wo willst du hin, du? Der will unbedingt wohin. Zack. Genau, werf mal das Messer. Ah, also. Hey, ach du Kacke. War der Wahnsinn! Genau, der pure Wahnsinn. Warum? Das war doch richtig geil hier.
Du hast Talent, Libertad. Aber Yelena braucht die Vorräte. Wir haben Verwundete. Yelena ist euer Boss? Ja, sie tritt mir in den Arsch, wenn ich mit leeren Händen zurückkomme. Und Clara tritt mir in den Arsch, wenn ich das nicht zu den Legenden bringe. Libertad will die Legenden von 67? Halb Yara hält sie für tot. Sie sind sehr lebendig. Und halb La Moral hält sie für Schwätzer. Aber ich habe Geschichte studiert. Sie zahlten mit Blut, um Antons Papa ins Grab zu bringen. Ich sag dir was. Du gibst mir diese Vorräte und ich stell dich vor. Ach, Gonio. Yelena wird mich umbringen. Aber wenigstens treffe ich vorher die Legenden. Also, besorg uns einen Hubschrauber. Dann reden wir über die Vorräte. Willkommen bei La Moral. Libertad. Wie du meinst. Wieso? Komm! Gut, wie es aussieht, habe ich mir eine Freundin geangelt. Also, ich soll einen Helikopter besorgen. Kein Problem, mach ich. So, ich sollte einfach hier gehen und dann einen Helikopter rufen. Die leichteste Übung. Könnt ihr so leicht machen, Leute. Müsst ihr jetzt keinen Helikopter kaufen oder erfinden oder Gott weiß was und wie. So, geht ihr einfach hier hoch. Und ihr wisst ja schon bestimmt, wie das funktioniert. Genau, und da ist schon der Helikopter. So, einfach hier gehen, hopp. Einrufen, zack. Und da ist er schon. Der Helikopter. So, reinsteigen. Schweinsteiger. So. Und nach links gehen. Wow, der fliegt sich aber voll gut. Alles klar, zackig. Immer zackiger, so. Dani, ein bisschen höher. Da patrouilliert ein feindlicher Hubschrauber in der Nähe. Pass nur auf, dass du nicht runterstehst, wenn ich ihn runterhole. Hat er mich bemerkt? Hoffentlich nicht. Wäre kacke, dass er mich bemerkt. Komm, beeil dich. Ach du Scheiße, gibt's hier noch was? Ach, das war doch selbstverständlich sowas. Komm, geh schnell runter. Komm. Ach du Scheiße, hab ich das geschafft jetzt? Ich hoffe ja, gut. Ich weiß ja nicht, wie ich das jetzt geschafft habe, aber okay. Dani, du hast die Vorräte. Oh, Palapinga, El Tigre, die Faust der Revolution. Ich will ein Autogramm. Como te llamas, señorita? Honron. Ich bin bei La Moral. La Moral? Terroristas. Conron, das ist Lorenz. Ich weiß, wer das ist. Ich glaube, das Wort, nach dem er sucht, war Guerilla. Ihr seid keine Guerilla. Ihr seid eine Straßenbande. Wenigstens verstecken wir uns nicht in den Bergen, während die Welt untergeht. Habt ihr gesehen, was da unten los ist? Seht euch mal eine Bio-Wiederanlage an. Traut euch. Anarchisten haben Legenden nichts zu sagen. Me entiende? Genug, Lorenzo. Nein, weißt du was? Fickt euch. La Moral behält die Vorräte. Das ist unsere Revolution, nicht eure. Ein Bauer ist heute ins Kreuzfeuer geraten. Er hat eine Kugel im Bauch. Ohne das hier wird er nicht bis morgen überleben. Lucky Mama. Viele der Kugeln, die ich raushole, sind von La Moral. Es macht einen Unterschied, ob man mit Waffen spielt oder in der Revolution kämpft. El Tigre. Si. Vorträge können Sie gut. Wenn die Abuelos in einem Museum leben wollen, meinetwegen. A quien le importa? Aber ich nehme mir ein paar Souvenirs. Lass uns reden, wenn du Zeit hast. So Leute, Einsatz abgeschlossen. Und das war's dann. Also,
Ihr könnt mir gerne ein Gefällt mir lassen, falls euch die Folge Spaß gemacht hat, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne auch auf Abonnieren drücken, denn in der nächsten Zeit werde ich auch sehr viele Let's Plays machen von Far Cry 6, könnt ihr euch gerne mal ansehen. Und Leute, viel Spaß beim Nachzocken, euer Jokermeister. Macht's gut.